Hier oben Lang. Oh, ja, okay. Ladedaten. Auch alles in Ordnung. Ja, Wissenschaftler brauchen wir, um hier rauszukommen. Kommen wir denn wirklich endlich mal aus Black Mesa so richtig raus? Das wäre natürlich auch nicht schlecht. Beziehungsweise Black Mesa ist ja extrem groß. Ich meine allerdings aus diesen Laborkomplexen und Bürokomplexen, dass wir da vielleicht auch mal rauskommen. Wow! The hell! Sieht schön aus da. Genau, hier war doch noch einer. Sag ich doch. Feier. Make sure laser is isolated before removing cover. No work to be carried out without a valid permit. Ja, schön. Wow! Die Schuhe stehen noch. Ach, wie schön. Das ist super. Okay. Oh yeah. Es geht wieder los. Mit einer neuen Waffe machen wir uns den Weg frei. Zu unserem Weg nach draußen. Oh yeah. Wir haben gesehen, diese Waffe kann einiges durchschlagen. Es sieht dann nach einem großen Laser aus. Okay. Den können wir, glaube ich, noch nicht benutzen, oder? Nein. Dafür brauchen wir noch. Ach, da stimmt. Das sind, glaube ich, AUX-Kanäle, oder? Genau. 3 und 4 muss noch. Okay. Okay, die Waffe ist nicht schlecht. Die ist echt nicht schlecht, muss ich sagen. So, hier haben wir AUX 3. Naja, wir haben es, das reicht. Hallo, noch mehr da? Nein, gut, ich gehe weiter. Hier jemand? Hier funktioniert noch ein PC. Hihi. Hier funktioniert noch, Alter, was hier nicht noch alles funktioniert. Wow, no, wow. What the hell? Das ist nicht normal gewesen. Wie viele von den Viechern auf einmal da rauskamen. Krass. Unfassbar krass. Okay. Theoretisch müssten jetzt alle Laser an sein. Gut, dann gehen wir nochmal zu dem großen Laser zurück. Natürlich aufpassen hier. Können immer wieder neue Feinde auftauchen. Okay.
Okay, und jetzt können wir das starten. Okay. Wow. Wow. Boah. Krass. Ethisch fragwürdig 3 von 4. Krass. Ha. Munition. Ensure shield is powered before firing laser. Ja, wir als Golden Freeman machen natürlich immer das, was nicht da steht. Wir machen es jetzt nämlich kaputt. Hui. Ups. Hey. Oh. Sieht geil aus. Eine dicke Wand. Oh. Oh, da hinten. Oh, wow. Da haben wir aber gute Arbeit geleistet. Oh. Ich glaube, ich kriege gleich erstmal Fallschaden. Hihi. Ups. Das ist natürlich unpraktisch, klar, aber naja, was soll's. Wir kriegen es ja trotzdem auch noch auf die Reihe. Es wird schon funktionieren, so viel ist ja klar. Es muss funktionieren. Und jetzt müssen wir nur noch irgendwie die Wissenschaftler rauskriegen. Ich hoffe, wir sind jetzt recht nah an den Wissenschaftlern dran. So, hallo? Ich höre doch schon was. Hallo? Hallo? Spiel, reagiere, bitte. Du machst mir Angst. Wie, du bist abgestürzt. Warum kommt nichts? Ich höre doch Ton. Mir scheint so, als wäre das Spiel abgeschmiert. Ah, Moment, Moment, Moment. Ach, da ist der Ton wieder. Ach. Ist er wieder weg? Half-Life 2 Exe funktioniert nicht mehr. Na, super. Ach, okay. Dann sehen wir uns gleich wieder. So, und da sind wir auch schon wieder. Ja, nachdem mir jetzt ja eben gerade das Spiel abgeschmiert ist, versuchen wir natürlich hier gleich wieder weiterzukommen. Hoffentlich hängt es sich jetzt bei dem Laden nicht wieder auf. Das wäre nämlich wieder sehr unschön. Es sei ja generell so, dass dich das Spiel doch manchmal schön aufhängen tut und so. Und das ist doch blöd. Besonders wenn man aufnehmen will. Und zwar ein bisschen länger auch, wenn es halt schwierig ist. Und dann hängt sich auf. Das ist schon scheiße. Deswegen schauen wir mal, was denn jetzt ist. Ob es jetzt funktioniert oder nicht. Ah, da sind wir doch. Wunderbar. Dann speichern wir gleich mal hier nach. Well done. Rare, medium, well done. Ja. Ich mag meine Headcrab auch gut gebraten. Wie schön das doch alles ist. Naja, gut. Lassen wir das mal so stehen. Moin. A fellow scientist. Oh, thank God. Get us out of here. Before those military drones figure out where we're hiding. We all have retinal scanner access. If you escort us to the lobby, we can finally get out of this damn lab. Yes, but you'll have to shut down the surgical unit first. That fool Peter switched it on. But
I'm afraid he never made it back. Ja, kann ich machen. Aber nur wenn ihr noch was Schönes für mich habt hier. Na, wie geht's? Be careful with that surgical machine. Those whirling blades can dismember and disembowel you like a. Oh God, Peters. Duck your head Ja. and advance with deliberate movements. Da drüben muss ich hin, okay? Okay, ich muss echt aufpassen hier. Nein, da kann ich nicht durch. Was soll das denn? Okay. Oh, hat mich voll erwischt. So, dann bin ich schon mal durch. Jetzt muss ich nur noch da den Knopf drücken. Wenn ich mich hier jetzt nicht verbuggt hätte. Och nee, das ist nicht euer Ernst. Ausgeschaltet. Ich glaube, das war Peters. Vorsichtig. Vorsichtig. Ich habe keinen Bock, dass sie mir hier drauf geht, ja? Laden uns mal auf. Think this was a bit too easy. Something's not right. Gordon, you don't mind taking a look, do you? We'll stay here for a moment. Ja. Bleibt ihr erstmal kurz hier. Ich will noch mal gerade was gucken. Genau. Was? Ah. Experiment Gas Feed. Okay, wir brauchen eine Gaspulle. Ethisch fragwürdig 4 von 5. Hihihi. Alles getötet. Okay, aber dass ich einen Hubschrauber höre, ist ganz schlecht. Oh Gott. Lasst uns sterben. Fuck. Oh yeah. Das wollt ihr gar nicht wissen. Was ist los? Ich hab zu tun. Na, wo seid ihr? Ich sollte vielleicht öfters mal nachladen hier. Wo denn? Ach, oben! 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 Oben sind sie! Natürlich! Natürlich! Ja! Ich mach euch gerade fertig hier! Nachladen! Nein! Nicht! Du siehst mich nicht! Du siehst mich nicht! Aber ich sehe dich! So, jetzt laut die da oben! Oh yeah! Nur so geht's. Wir sind...